Meine Damen und Herren, als ersten Redner, Rednerin kündige ich Ihnen an, Frau Dr. Alice Weidel. Bereits 2017 Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl mit Alexander Gauland, AfD-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Landessprecherin in Baden-Württemberg, stellvertretende Bundessprecherin der AfD, promovierte Volkswirtin. Bitte schön, liebe Alice. Hallo Berlin! Es ist super, dass ihr alle hier seid. Wir freuen uns unwahrscheinlich auf diese Veranstaltung und euch alle so zahlreich hier zu sehen. Was macht diese Regierung? Was machen die anderen Parteien mit uns? Es ist so wichtig, eine starke Opposition im Deutschen Bundestag zu haben. Und das ist die Alternative für Deutschland. Wir machen Schluss mit dieser Grundgesetz-verfassungswidrigen Politik der anderen Parteien. Wir sagen, nie wieder Lockdown, nie wieder die Menschen einsperren. Wir sagen, zu 2G und 3 Regeln, nein. Wir erteilen dem eine ganz klare Absage, weil es verfassungswidrig ist. So kann man nicht mit den Menschen in diesem Land umgehen. Wir wollen die Diskriminierung und die Spaltung unserer Gesellschaft nicht. Wir tragen das nicht mit. Und ich frage mich immer, wo bleibt da eigentlich der Verfassungsschutz, liebe Freunde? Wo ist er zum Schutze unserer Verfassung? Das, was hier gemacht wird mit den Corona-Maßnahmen, ist ganz klar verfassungswidrig. Und wir gehen da nicht mit. Man kann nicht Geimpfte als Versuchskaninchen bezeichnen, wie der Kanzlerkandidat Olaf Scholz, oder Nicht-Geimpfte als Sozialschädlinge. Ich habe nicht gelesen im Grundgesetz, dass man unterscheidet nach Impfstatus, nach ungeimpft und geimpft. Ich lese, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und das, was hier gemacht wird, dürfen wir nicht mitmachen. Alle anderen Parteien sind auf der Linie. Die FDP hat es in den Landesregierungen mitgetragen, die Linke im Übrigen auch. Wir schauen nach Thüringen. Wir sind die einzige Oppositionskraft im Deutschen Bundestag. Und natürlich tut das weh. Und ich kann euch sagen, wir werden stärker im neuen Bundestag sein als bisher. Denn wir werden diese Leute verklagen. Wir werden sie im Bundestag stellen. Wir treten für euch ein. Wir machen Politik für euch und nicht Politik für die. Ich rede, ich spreche mit vielen Menschen, die aufgelöst auf mich zukommen. Ältere Menschen, die niemand hört. Junge Menschen, die sich nirgendwo Gehör verschaffen können. Diese Menschen sprechen mit mir und ich habe nicht wenige Weinen gesehen. Und ich weiß auch, dass nicht wenige von euch hier heute Tränen möglicherweise in den Augen haben, weil sie das nicht mehr aushalten. Und ich kann denjenigen sagen, wir setzen uns für euch ein. Wir sind die Anwälte für euch. Wir machen Politik für euch. Und ich kann euch sagen, an die Ungeimpften, und dabei will ich wirklich ganz klar sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn man sich impfen lässt. Es ist okay. Aber es ist auch völlig okay, wenn man sich nicht impfen lässt. Und der Staat hat diese Leute in Ruhe zu lassen. Ich bin auch nicht.
nicht geimpft. Und ich kann euch versprechen, ich werde eure Interessen im Deutschen Bundestag vertreten bis zum Ende. Das macht man nicht mit uns. Und ich kann euch eins sagen, Hände weg von unseren Kindern. Hände weg von unseren Kindern. Darum, liebe Freunde, heißt es am 26. September, die AfD, die Alternative für Deutschland, stark in den Deutschen Bundestag zu wählen, dass wir eure Interessen vertreten können. Ich bedanke mich herzlich. Wir setzen uns für euch ein. Das kann ich euch versprechen. Wir machen das nicht mit. Wir sehen uns nachher. Tschüss.